Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Ab zur Tanke. So, mal gucken, ob wir denn da irgendwas finden. Die letzte Ausbeute war ja nicht so besonders clever. Warte mal. Welche Richtung gehen wir jetzt? Ist hier was drin? Ist in den Autos eigentlich was drin? Oder hier? Ah. Die Bank von Milton. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal. Nein, wir gehen jetzt erstmal zu der Tankstelle. Wir sollten zur Tankstelle gehen, da gehen wir jetzt hin. Den Rest können wir später hier untersuchen, denke ich. So, in welche Richtung müssen wir denn? Da ist die Kirche. Gehen wir mal hier lang, ne? Oder? Ne, falsche Richtung. Wir müssen in die Richtung. Okay. So, leider können wir ja hier nirgendwo... Ich kann in ein Fahrzeug einsteigen. Ich komme doch in die Häuser rein, ne? Außer in diese Dinger hier. Aber in solche komme ich rein. Okay. Nein, jetzt nicht. Wir gehen jetzt erst zur Tankstelle. So. Wir laufen jetzt hier runter. Erst hier runterlaufen, das ist noch ein Stückchen. Die Geräusche sind schon ein bisschen gruselig, ne? Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier erstmal ein bisschen was an Futter rankriegen. Und ich werde mal schnell was essen. Wo ist denn das jetzt? Hier? Ich werde mal das hier erstmal essen. So. Okay. Das untersuche ich auch später. Ich will erstmal darüber zur Tankstelle. Milton. Town of Milton. Seit 1911. Okay, da ist ein rotes Kreuz, weil... Warum macht man rote Kreuze? Weil das gesäubert ist? Oder weswegen? Naja. Warte mal, hier muss ich kurz gucken. What have we here? Eine Signalpatrone. Einen Stein. Bügelsäge zum Zerlegen benötigt. Ich gehe erstmal rein, ja. Ich hoffe, hier ist noch was drin. Oh, hallo. Quatsch, der mich auch gleich wieder voll. Kann ich die mitnehmen? Ja, ich werde dann mal... Oh. Ich werde mal alles mitnehmen, was hier so rumliegt, ne?
Und jetzt rede ich erstmal mit ihm, ne? Ein Felgengrill. Ich rede erstmal mit dir. Well, another stranger. Have you escaped the town? Escaped the town? No, I just arrived. Not a refugee from the highways, then. You look weary, traveler. Come, warm yourself by the fire. Ja, voll nett, ne? Oder? Who are you? I'm nobody. But you can call me Methuselah. I'm here to witness the passing of an age. What do you mean, the passing? Don't you see the signs? You seem oddly familiar, old man. Is that right? Yeah. And this whole place feels strange and empty. The quakes changed everything here years ago. Great Bear's back was broken, and it's been laid low ever since. Then what are you still doing here? Aren't we here to witness an apocalypse of an apocalypse, you and I? No one thought the world would end this way. But how could they not have seen it? It's probably just a storm. Power failure. I'm sure everything will be back to normal in a few days. Mm-hmm. Klar. I'm not sure anything will ever be back to normal. Any idea why all the cars are stalled and left behind? They all stopped running. People abandoned them. Nothing but metal coffins now. You always this cheerful? My heart weeps for you, stranger. My days are nearly finished. But you'll have to live with what remains. Okay. Dann gleich noch what is this town? I don't recall seeing it on any maps. This is Milton. Paradise Lost. It's a town of the old world, discarded, left behind. You won't find much hope. I need to find my friend. I'm not sure you'll find any friends here. So, Astrid? I'm looking for my friend. She was with me when my plane crashed. But it looks like she must have made it out alive. Have you seen anyone pass by here? Many people have passed. All have gone into the town. I haven't seen any come back. Go safely, and good luck to you. I hope you find what you're looking for. Ja, das hoffe ich auch. Mal gucken. Danke, alter Mann. Ich muss hier Dinge sammeln. Eine Sturmlaterne. Die nehme ich mit. Kann ich damit was anfangen? No more cash. Was haben wir noch? Irgendwas Cooles? Irgendwas zu essen? Irgendwas zu essen? Go Energy Drink. Okay, was gibt's denn hier sonst noch so? Irgendwas? Metalleimer? Flügelsäge? Paddel? Nehme ich auseinander, kein Problem. So. Hundefutter? Egal, Hauptsache wir können das. Nehmen alles, was wir kriegen können, was Nahrung ist. Spitzenpfirsiche? Jetzt noch was sehen würde, wäre gar nicht auszuhalten.
Okay, was haben wir hier noch? Nicht viel. Naja, ich soll ja mitnehmen, was Nahrungsmittel sind. Cool, ne? Das ist irgendwie sehr beruhigend. So, was haben wir noch hier? So, was haben wir hier? Ist da auch noch irgendwas drin? Nö, wahrscheinlich nicht. Hier noch irgendwas? Das ist ja Flasche. Per. So. Hier sind die Toiletten. Socken. Medizinregal. Her damit. Jawohl, ja. Auf jeden Fall. Eine Leiter, können wir die mitnehmen? Nee. Ich habe schon wieder die Hälfte irgendwie vergessen. Würde mich jetzt nicht wundern. So, hier einmal durchsuchen, man weiß ja nie. Oh, der ist noch zu. Da brauchen wir ein Brecheisen. Okay, das Bett. Da kann man schlafen, theoretisch. I can always use more food. Streichhölzer, her damit. Was ist das? Was war denn das gerade? Ach, hier haben wir noch eine Feuertonne. Ja, wir können ja irgendwas essen. Wir haben ja jetzt ein bisschen was, nicht? Erstmal hier so eine Sardinendose. Gucken, wie viel das bringt. Nicht so viel. Und es wird scheinbar schon wieder dunkel. Es wird scheinbar schon wieder dunkel. Das nervt, ne? Also, ah nee, doch nicht. Okay, alles gut. Wen soll ich untersuchen? Warte mal. Ich soll irgendeinen verlassenen Truck untersuchen. Die Graumutter füllt den Kühlschrank der grauen Mutter mit Lebensmitteln. Naja, wir gucken mal. Ich lauf mal zurück, ne? Was denn für ein Truck? Naja, wir laufen mal zurück. Zumindest sind wir jetzt schon mal ein großes Stück weiter als noch am Anfang, muss ich jetzt mal sagen. Was haben wir hier eigentlich noch?
einfach nur irgendein Zeug. Irgendwelche alten Tonnen. So. Ich glaube, ich gehe da nochmal schnell Richtung... Geht eigentlich die Lampe? Kann man die Lampe verwenden? Ja. Kann man. Verbrennt Lampenöl. Haben wir Lampenöl? Wir haben Lampenöl. Yeah. Das ist richtig super. Komme ich da rein? Nein, komme ich nicht. Ich will hier nochmal rein. Vorratsversteck bei der Kirche. Finde ein Vorratsversteck bei der Kirche. Die Autos lasse ich erstmal kurz, ne? Wo ist denn die Kirche? Ach da. Hier soll irgendwo ein Vorratsversteck sein. Ich weiß, ich hab's. Ich glaube, vielleicht habe ich schon gefunden. Nein, habe ich nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Irgendwo hier soll ein Vorratsversteck sein. Wohl nicht, dann werde ich mal in die Kirche gehen. Also bei der Kirche soll ich ja suchen, ne? Ah. Ach, das ist ja die Post und nicht die Kirche. Boah, ich wieder. Die Kirche ist hier oben. Hier ist ein Vorratsversteck. Gut, dann laufe ich mal schnell wieder zu der grauen Alten. Dann laufe ich mal zur Kirche. Ich will das nur schnell eben in den Kühlschrank packen. Ja, einmal hier in den Kühlschrank alles reinpacken. Alle umlagern. Lalalala. So, okay, haben wir. So, dann laufe ich nochmal los. Zur Kirche. Ich möchte jetzt wissen, was das da für ein Vorrat ist. Und vielleicht kriegen wir ja irgendwie auch raus, was hier passiert ist und was oder was allgemein los ist mit der Welt. Wie weit ist denn das? Ah, das ist schon noch ein Stück, ne? Hier schneit es. Es ist kalt. Da sind Wölfe. So, was haben wir hier noch? Da vorne ist die Kirche und da auf der Seite soll ja irgendwie der Vorrat, das Vorratsversteck sein. Mal gucken. Hm.
Warte. Ah, also ein bisschen weiter in der Richtung. Wo soll das denn sein? Hier? Hier unter, oder was? Seit dem Zusammenbruch sind die Bürger von Milton für den Ernstfall vorbereitet. Finde die Sammelgegenstände, die dich zu den Vorratsverstecken führen. Ach so. Sammelgegenstände soll ich finden? Tyler Clark. Dann werde ich wohl erst einmal Kirche gehen. Oder hier das Auto noch? Vielleicht ist da irgendwo ein Sammelgegenstand? Hope nobody needs this anymore. So, dann gehe ich da nochmal rein und dann glaube ich, gehen wir erstmal zur alten wieder zurück. Ach ja. Schön, schön. Sammelgegenstände brauche ich. Na gut, einen Sammelgegenstand scheint ich ja schon gefunden zu haben. Ansonsten hätte ich ja jetzt nicht schon einen Vorrat gefunden. Ich weiß noch nicht, wie ich da blöderweise jetzt rankomme. Hier war jemand. Hier ist auch ein Bett. Warte. Muss hier irgendwie hoch. Ah, lass doch mal die Steine jetzt. Geht das wieder los, ey. Mitteilung des Priesters. Mhm. So. Okay, das ist jetzt nicht besonders hilfreich. Wir müssen da irgendwo irgendwie finden, wo. Jetzt ist dunkel. Echt jetzt? Really? No. I need anything but now. Oh, da liegen ja noch Sachen. Food. So. Also das nehmen wir auch mal mit. Das Doofe ist jetzt, wir können eigentlich auch hier schlafen, ne? Wir können ja hier schlafen. Wir schlafen einfach mal und hoffen, dass es gleich wieder, hell wird. Hoffentlich. Natürlich nicht. Oh, das ist aber hier. Ich muss was essen. Irgendwas muss ich jetzt essen. Need something to eat. Ist mal das hier. Trink mal das da. So.
So, noch 5 Stunden. Mal gucken, ob das reicht. Ja, sehr gut. So, ich würde jetzt gerne nämlich... I need to find food. Ja, jetzt nerv mich. Lass uns mal bitte gucken, ob wir den Weg noch finden. Also ob wir diese versteckten Dingsbums finden hier irgendwo im Schnee oder so. Muss er hier irgendwo... Noch nicht hoch. Milton Vorrat. Milton Vorratsverstecke. Warte mal. So, wir gehen nochmal darüber. Hier muss es irgendwo einen Vorrat geben. Hier. Ah, hier. Geheimversteck durchsuchen. Aha, here it is. Now we're cooking with gas. What is this? Okay. Gut, haben wir noch irgendwas zu futtern? Moderne, hochwertige EPA, die streng genommen echte Lebensmittel enthält, sorgt dafür, dass Soldaten nicht aus den Stiefeln kippen. Oh. Jo. Nehme ich mal mit, ne? Okay. Ab zurück. Was haben wir jetzt noch für eine Quest? Kehre zur Grauen Mutter zurück. Okay. Machen wir. Irgendwie gibt es hier irgendwie irgendwo Sachen im Handschuhfach. Kann das sein? Da war ich schon drin. Ab zur Grauen Mutter. So, das machen wir jetzt noch in der Folge. Ne? Das geben wir noch eben ab, was wir so haben. Ich meine, wir haben ja eigentlich gar nichts mehr. Aber mal gucken, was sie sagt. Oh, das ist ja... Guck mal, da vorne mit dem Wasserfall. Nice, nice. Strom wäre auch cool übrigens. Guck mal, wie viel Holz hier unten liegt. Das müssen wir doch bloß hacken. Also ein bisschen Holz hacken, fertig. Oder was? Oder ich dachte, das wäre ein Wolf. Boah, meine Fresse. Ich dachte, das wäre ein Wolf. Eieiei. Okay, dann gehen wir mal schnell. Ich esse mal hier so ein Fruity irgendwas. Kann ich das nicht hier rausholen? Das wäre super. Okay, dann esse ich jetzt das hier. Oh, das gibt gut Zeug. Hä, wieso komme ich denn an den Kühlschrank? Wieso kann ich denn da nichts rausholen? Das ist ja spannend.
Toll, ich habe da alles reingelegt und kriege nichts zurück. Das ist ja super. What really happened here? Seems like people were... Where did they go? The power went out. Who knows the reason? Was soll ich jetzt machen? Did anyone see a woman? Brown hair, would have had a tan jacket, a scarf with birds on it. Possibly injured. There was an outsider woman. I heard her pass through. She wasn't alone. There were angry voices and... But the storm was too loud. Voices? I lost the voices and I couldn't get them back. Nee, halt, 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 halt. I'm not sure. I don't know. Freund. Have you been able to remember anything else about that night? Anything that might help me find my friend? I'm back in that night. Voices passing through town. I can hear them. Just outside the window. It's windy. But the voices carry. They are yelling. Her voice, it passes through town. She's running. She's alone. Why didn't anyone help her? Yes. Why didn't they? They should have found her before it... Anything else you can remember might help. They said... Tunnel. What about... The only way out of Milton. The only way through the mountains. It's the only way she could have gone. Und dann gibt's noch diesen alten Mann in der Tankstelle. On the way into town. Glasses, big beard. Doesn't sound like anyone from Milton. Most of the elderly have gone. Or died. I'm the only one left. So reicht erstmal. Was... Kann ich denn, darf ich denn jetzt hier, ich darf ja gar nichts essen, ne? Wieso komme ich denn nicht an den Kühlschrank ran? Oder kann ich hier irgendwas kochen? Kann ich vielleicht da ein Feuer machen? Und dann können wir irgendwas zu essen machen? Ich kann hier nichts zu essen machen. Das ist ja ein Träumchen, aber ich kann Wasser machen, ne? Und Schnee schmelzen zur Abwechslung. Ja, war ganz toll. Ich komme ja an nichts ran hier. Das ist ja total bescheuert. Hätte ich das gewusst, hätte ich nicht das ganze Essen hier reingeklatscht, ehrlich gesagt. Naja. So, da möchte ich jetzt nochmal gucken. Die graue Mutter, eine alte blinde Frau, vielleicht hin, ne? Finde Vorräte, um das Überleben der grauen Mutter zu sichern. Das heißt, ich muss noch mehr Vorräte finden. Feuerholz habe ich schon für den Kühlschrank der Grauen. Muss ich? Ach nee, das muss ich. Ach so. Suche an der Tankstelle nach weiteren Vorräten. Ach, das habe ich erledigt, ne? 8000 von 8. Nee, habe ich nicht. Warte, ich werde mal ganz kurz nochmal hier bei dem Holzdingsbums gucken. Oh, und dann müssen wir auch zum Ende kommen. Einmal nochmal kurz hier gucken.
Guck mal, das geht zurück. Und das aus dem Kühlschrank kriege ich nicht wieder zurück. Verstehe ich nicht. Ach, hä, was? Verstehe ich nicht, was soll der Quatsch? Das geht. Ah, ich kann also doch was trinken. Ich kann nur kein Hundefutter mitnehmen. Oder? Weiß ich nicht. Alles klar. Gut, wir gucken in der nächsten Folge weiter. Und dann werden wir wahrscheinlich einfach wahnsinnig. Mal gucken. Das hier nehme ich mit. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Stocke den Feuerholzbehälter der grauen Mutter mit Brennstoff. Habe ich doch schon. Ist doch schon längst erledigt. Hä? Warte. Wir überziehen einfach nochmal eine Runde. WTF? Habe ich doch alle schon. Ich habe da 1000 Sachen reingeklatscht, Leute. Das ist jetzt aber nicht cool, ne? Weil ich habe so viel Feuerholz schon gehabt. Hab das da alles reingeknallt und jetzt kommt ihr mir damit. Really? Naja, okay, gut. Dann ist das eben so. So, also, bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.